Da hast du mir eine absolut tolle Überleitung jetzt gebaut zum nächsten Thema, denn ich denke, mit dem Free Office sind wir jetzt durch. Da glaube ich, bleiben keine Fragen mehr auf. Es geht um das zweite Thema, die Unterstützung von Snaps mit einem eigenen Tool, das sich F-Pacman oder F-Pacman, ihr seid euch selber noch nicht einig, wie es genau heißt. Da werden also Flatpaks und Snaps unterstützt. Und auch das hat natürlich irgendwo Diskussionen verursacht. Ihr wisst ja, Fedora möchte sich bei der GNOME Software verabschieden von Snaps, weil es da Streitereien gibt. Linux Mint hat heftig über Snaps hergezogen, wie schlecht die sind und wie gut Flatpaks sind. Und jetzt kommt ihr und sagt, wir bieten unseren Nutzern sowohl Flatpaks als auch Snaps. Und zwar vorinstalliert, also die Möglichkeit. Keine Snaps oder Flatpaks vorinstalliert, sondern die Basis dazu. Also was wir tun, ist einfach, wir schaffen die Voraussetzungen, damit jeder sich alle diese verschiedenen Formate installieren kann. Wir installieren nichts vor, aber so wie halt das Motto von Manjaro ist, ja, wir gehen das erste Stück, damit nicht jemand wirklich zurückgehen muss und sich alle diese Basisdinge, Daemons und App Armor und was Gott was selbst installieren muss, sondern es ist halt vorbereitet. Und du kannst dann ganz einfach, jetzt ist es auch dieses nette Tool, wie auch immer es heißt oder heißen soll, F-Pacman, aufgetaucht, dass das so wunderschön alles in sich vereint. Also du gibst einfach nur den Namen von der Software ein und dann bietet es dir die Auswahl an zwischen entweder Flatpak oder Snap. Und dann kannst du dir dann installieren, was du haben willst. Ja? It's all about choice, sozusagen. Und da gibt es auch so ein bisschen den spannenden Effekt, wie dann gleich wieder das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird, weil Snaps irgendwie assoziiert sind mit Canonical. Deswegen ist es von vornherein total böse. Und wenn da nur irgendwas, irgendein Dämon schon dann aktiviert ist im Voraus, dann ist es garantiert irgendwie gefährlich. Das finde ich teilweise amüsant, teilweise aber auch sehr mühsam einfach, ja, weil du schaffst einfach Voraussetzungen und dann wird gleich unterstellt, das ist sicher irgendwas ganz Schlimmes, ne? Das heißt, ihr wertet nicht. Na, viele andere werten ja, ob jetzt Flatpaks besser sind oder Snaps besser sind. Und dann gibt es Diskussionen für und dagegen und teilweise auch heftig. Aber ihr sagt, es ist gar nicht euer Job, das zu werten. Ihr wollt beides anbieten und der Nutzer steht im Vordergrund. Der kann entscheiden, ob er das eine lieber mag oder das andere oder vielleicht auch gar nichts. Ne? Genau so, ja. Also App-Images sind ja auch noch da. Also das sind ja sozusagen der dritte im Bunde. Das haben wir übrigens auch. Da haben wir sogar den App-Image Launcher. Bedeutet einfach, sobald du dir irgendwo von einer Homepage ein App-Image installiert hast, wird es automatisch bei uns in die Menüs in der Startleiste eingebaut und der Anwender muss sich da überhaupt nicht drum kümmern. Und F-Pacman macht über die Snaps sowohl als auch die Flatpaks ein Update. Das heißt, sobald du es einmal installiert hast, wird die Software für dich automatisch, so wie man es auch bei Handys kennt, mit upgedatet. Das Und wenn man heißt, du das nicht installierst will? es einmal. Wenn man das nicht will, das automatische Updaten. Ja, kann es sein, dass man sagt, das ist jetzt eine Version, die will ich bis ans mein Lebensende behalten, aus den und den Gründen. Kann man auch so festlegen. Das müsste man halt dann in der Konsole machen. Müssten wir schauen, wie wir das in die Oberfläche mit einbauen. Der Vorteil von Flatpaks und auch Snaps ist, du kannst verschiedene Variationen bzw. Versionen von der gleichen Applikation gleichzeitig installieren. Bedeutet zum Beispiel, du hast aus irgendeinem Grund brauchst du Firefox in der alten Version, weil du noch irgendwie eine Homepage hast, die nur damit funktioniert oder irgendein Plugin. Kannst aber dann über eine zweite Installation die neueste Entwicklervariante nehmen oder die neueste stabile Version und die beides parallel laufen zu lassen. Also du hast mehrere Möglichkeiten, weil die halt alles in einzelnen Container sind. Also ich muss sagen, ich bin im Prinzip bin ich auch ein totaler Verfechter von der nativen Installation mit den Bibliotheken, die wirklich am System sind, ein Programm zu installieren, was auch immer runder und schneller läuft. Aber für was diese Sandboxes auch unheimlich hilfreich sind, das ist zum Beispiel, wenn eine Software halt zum Beispiel auf Windows installiert wurde und die zum Beispiel eine ältere Qt-Version als Standard benutzen
dann ist es quasi unmöglich, das auf, weil wir immer so weit voraus sind. Ne? Natürlich so Arch passiert mit unseren Bibliotheken, dann kann es oft das Problem geben, dass du eine Software in dem Umfeld gar nicht zum Laufen kriegst. Und jetzt kannst du dir mit den Paketen, mit diesen Sandbox-Paketen, kannst du dir so ein kleine interne Environments schaffen, wo dann diese Software trotzdem läuft, mit einer niedrigeren Qt-Version zum Beispiel. Das ist halt eine einmalige Chance und das macht halt auch wieder Software installierbar, die du sonst nicht nutzen könntest. Aber ihr seht schon auch, wo die Kritik vor allem an Snaps herkommt. Ne? Das, was Ubuntu da macht, dass man zum Beispiel sagt, das sind bestimmte Snaps vorinstalliert, ohne dass der Nutzer das überhaupt mitbekommt. Ein Taschenrechner möglicherweise ist ein Snap. Oder der Chromium-Browser soll in Zukunft nur noch als Snap angeboten werden und aus den normalen Paketquellen entfernt werden. Ich denke, da kommt dann diese Kritik her, die eigentlich canonical berührt und jetzt fügt ihr Snaps ein, jetzt bekommt ihr da die Haue gleich mit. So stelle ich mir das vor. Ja, was heißt halt, wenn wir Snaps nicht einführen und es ist ein Programm nur als Snap verfügbar, dann kannst du es halt nicht so installieren auf Manjaro. Ja, richtig. Ja. Aber Viele die denken halt Kritik an immer. Canonical könnt ihr auch nachvollziehen, ein Stück weit. Ja, ich glaube aber Also. auch nicht, dass wir in einer Position sind, wo wir da Canonicals Entscheidungen verändern können. Nee, das meine ich ja nicht. Aber ihr würdet jetzt nicht Ja. irgendein Snap vorinstallieren oder Flatpak vorinstallieren. Nee, absolut nicht. Wie gesagt, wir haben die Rahmenbedingungen dafür geschaffen und es kann jeder dann installieren, was er möchte oder nicht. Also im Endeffekt, wo wir herkommen, ist halt einfach, wir nutzen die Technologie, die es halt gibt und wollen sozusagen unseren Anwendern alle Möglichkeiten geben, um ihre Software auf Manjaro zu installieren. Viele sagen halt, dadurch wird das Supportgeschäft von unserer Seite recht komplex. Aber wenn du Probleme hast mit Snaps, da ist ja das Snapcraft-Forum da und Canonical hat ja auch gesagt, sobald irgendwas sein sollte, kann jeder von egal welcher Diskussion sich in diesem Forum entsprechend Hilfe holen, was sich auch in den verschiedenen Snapcraft-Summits zeigt. Also da ist dann verschiedene Community-Mitglieder von Godot, die jetzt Spiele machen, dann war Microsoft vertreten, die verschiedene Software jetzt auch in Snaps anbieten wollen, wie zum Beispiel Code, damit viele Leute auch deren Codebasis nutzen können. Grundsätzlich hat der Microsoft verschiedene Linux-Derivate in ihrer Konsole drin. Dann haben wir Travis, die CI machen und noch weitere Leute, die da waren. Man sieht einfach, dass es eher so eine Netzwerkplattform ist. Jeder hilft dir dort, jeder kann entsprechend beitragen, dass Snaps funktioniert. Und durch jede neue Distro, die jetzt halt dort aufgenommen wird, kommen natürlich andere Probleme, wie zum Beispiel die Themes sind nicht gleich. Da sieht es dann aus, wie als ob die Applikation nicht in dem Betriebssystem reingehört. Da habe ich dann mit Martin Wimpress zusammengehockt, da hat gesagt, okay, unsere Standard-Themes sollen auch entsprechend mit ausgerollt werden. Da sind die Leute von Snapcraft schon dahinter, dass das alles funktioniert. Und wir arbeiten da eigentlich mehr zusammen als gegeneinander, weil im Endeffekt gibt Snaps eine Plattform für auch die Industrie, dass sie halt für die komplette Community ihre Software sozusagen dort auch anbieten können, weil wir sind halt leider Gottes versplittert und durch Snaps kann man sich mehr oder weniger annähern. Klar gibt es Flatpaks, das ist dann von Red Hat fokussiert, beziehungsweise von der GNOME Foundation, weil die natürlich auch was brauchen, um zum Beispiel für die kommenden Handys eine Plattform zu haben, um dort Applikationen verteilen zu können. Also es ist nicht immer schlecht. Also vor allem Die das Wort Frage vorhin, Zusammenarbeit, weiß ich das schon wieder, gefällt wo ich mir. rausgeflogen bin. Die Frage vorhin war, ob wir was vorinstallieren, Snaps oder Flatpaks. Und da habe ich drauf gesagt, nee, also gar nicht. Wir schaffen einfach nur die Rahmenbedingungen. Wir stellen die Möglichkeit zur Verfügung. Und was unsere ursprüngliche Herangehensweise ist, ist sowieso immer, dass Applikationen wirklich nativ installiert werden. Was die Wartung angeht oder den Support, ist es vergleichbar mit AOR-Paketen.
Da gibt es auch die Möglichkeit, die zu installieren, aber supportet werden die nicht von uns, sondern das sind halt Installationen von außen sozusagen ohne unsere Unterstützung. Ja. Und da geht halt dann Support, Anfragen, Beschwerden, Bugs, geht halt dann dahin, wo die Sachen herkommen. Ja, aber da übernimmt ja auch Arch selber keine Verantwortung, ne? Die sagen ja auch, Nee, das ist auf genau. eigene Gefahr. Aber es ist vergleichbar. Wenn jetzt jemand sich irgendeinen Snap installiert und da läuft irgendwas nicht, dann hat es mit uns nicht direkt zu tun, ne? Ja, ist klar. Das ist klar. Ja, das hört sich ja alles ganz positiv an. Auf eins müssen wir zum Schluss noch eingehen. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich das eigentlich gedacht habe. Aber wir haben das ja wirklich breit erörtern müssen, damit vielleicht möglichst wenige offene Fragen bleiben. Aber auf was ich noch ganz kurz eingehen möchte, ist, wer entscheidet denn bei euch diese ganzen Dinge? Weil ich glaube, da gibt es da draußen auch ein paar Missverständnisse. Das Diktatorsyndrom, meinst du? Was man öfters mal liest, dass es da eine bestimmte Person gibt, die über die Köpfe von allen das Schiff Manjaro Ja, steuert. habe jetzt keine Ahnung, wer das sein könnte. Aber also wir haben einen sehr aktiven Chat. Jetzt, während wir sprechen, ich habe ungefähr schon 5 Nachrichten in unserem Telegram-Entwickler-Chat da gekriegt. Und ja, kannst dir sicher sein, dass da heftig diskutiert wird. Also es ist eine gemeinschaftliche Entscheidung, was da auch passiert ist mit Free Office. Es ist nicht von einer einzelnen Person oder von zwei, von euch beiden, sondern es ist eine Gruppenentscheidung, die da getroffen wird. Und es wird Ja, von also man muss Manjaro natürlich getroffen. schauen, also wenn man alle solche Entscheidungen natürlich basisdemokratisch treffen will und dann im Community irgendwelche Abstimmungen beginnt, ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn es nur darum geht, irgendwelche Bildschirmhintergründe auszuwählen, welche kommen jetzt in das Paket, das sind Dinge, die arten so unglaublich aus, da wirst du nie fertig. Ja? Und man muss das natürlich irgendwie, es muss dann einfach ein paar Entscheidungsträger geben sozusagen. Es ist jetzt nicht ein Ein-Mann-Betrieb, aber es ist auch so, dass irgendwie man eine gewisse Balance halten muss zwischen so einer Offenheit der Community gegenüber und auch so einem Kern, der weiß, was er möchte. Ja? Und auch wenn das dann aneckt, dann muss man irgendeine Richtung vorgeben, weil sonst zerfranst man sich komplett und man kriegt auch keine schlüssige. Also es fängt zum Beispiel an mit wie Dinge aussehen. Ja, ob jetzt Manjaro grün ist oder ob dann plötzlich das blau wird. Dadurch kriegt man auch eine konstante Linie. Ja, und ich glaube, dass das auch ein ganz entscheidendes Plus ist, was Manjaro so bekannt gemacht hat. Einfach, dass man so eine gewisse Markenidentität, wenn man es so nennen will, hat. Ja? Also, dass Das jemand gibt's, von der glaube ich, nicht, Community wenn man Edition jetzt nicht diesen Pfad plötzlich verlassen kann und sagt jetzt, ich mache jetzt alles rosarot oder so, ne? Das wollt ihr nicht. Ja, können ja, aber es ist nicht unbedingt ideal, ja. Es wird da nichts verboten. Also wenn jetzt jemand, das ist unterschiedlich bei den Editionen, aber es ist so, die letzten Jahre sind wir da auch so ein bisschen zusammengewachsen und man muss auch sagen, dass natürlich, wenn du eine Community-Edition machst und betreust über Jahre hinweg, dann ist es ein ziemlicher Aufwand und die Leute, die wirklich sich da total committen und hineinwerfen, das sind dann einfach weniger. So an 1 bis 2 Händen abzählbar und wir raufen uns da halt zusammen, ne? Und das ist nur so kann man da irgendwie auch eine Linie fahren, wenn du so willst. Ja. Und ihr hört ja auch auf die Community. Das hat man ja letzte Woche gesehen, ne? Um den Bogen jetzt zu schließen. Ja, wir wären da schon auch ein bisschen nervös, wenn dann alle diese Vorwürfe daherkommen. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, dass Leute, die was eh in Ordnung finden, normalerweise keinen erregten Beitrag schreiben, sondern es sind halt tendenziell die Leute, die sich über was irrsinnig aufregen. Ja? Also oft sind natürlich diese Stimmen dann erstmal laut, aber es das heißt nicht unbedingt, dass es da um mehrheitliche Meinungen geht. Da muss man vielleicht dann auch ein bisschen relativieren. Verstehe. Ja, wollt ihr mir noch irgendetwas sagen oder der Community noch irgendwas sagen, wenn wir so gemütlich zusammen sind? Oder ist für heute alles gesagt? Im Grunde schon, also die Community Editions leben ja auch, es sind ja verschiedene gekommen, verschiedene sind wieder verschwunden, liegt auch an den Maintainern, ob sie jetzt halt noch Zeit dafür finden, entsprechend
die Community Edition zu pflegen. Wenn irgendwas nicht passen sollte, haben wir unsere Tools da. Jeder kann entsprechend eine Abwandlung bauen. Das ist alles gegeben. Also im Endeffekt sind unsere Editions sozusagen eine Art, wie Manjaro sein könnte. Und wenn einer sagt, okay, ich brauche aber jetzt für diesen speziellen Fall was komplett anders oder für meine Gruppe brauche jetzt noch ein Videoschnittprogramm und sonst was, damit ich das dann schnell auf drei, vier Rechner installieren kann. Dann kann man da entsprechend durch unsere Profile weitere Pakete hinzu oder welche abwählen und hat dann seine eigene Installationsmedien, die man dann entsprechend auch Freunden, Bekannten und sonst wem verteilen kann. Also da tun wir nicht einschränken. Also da ist jetzt keiner böse, wenn jetzt einer herkommt und sagt, hey, ich habe jetzt die Super Manjaro Edition mit Spielen und sonst was drauf. Dann ist es so, du wirst sicherlich Freude dafür haben und Freunde finden, die das auch toll finden. Da sind wir offen. Also Hauptsache, Manjaro ist bekannt, funktioniert so, wie es sein soll und jeder ist happy. Ja. Und wer nicht Was ich damit noch sagen happy ist, wollte, kann ja einfach was anderes das, benutzen. ja. Ja, wo ich in letzter Zeit einfach auch richtig begeistert drüber war, das war zu erleben, was für einen Stellenwert offensichtlich Manjaro inzwischen hat. Dass erstens so eine Entscheidung wie, ich nehme jetzt eine andere Office Suite, was für unglaubliche Wellen das schlägt, ja. Das hat mich einerseits nicht nur gefreut, aber hat mich auch sehr beeindruckt. Und dann auch, dass eine Firma wie SoftMaker auf uns zukommt und sagt, es liegt uns daran, dass dieses Programm in euren Repos ist und uns fragt, was braucht ihr, was möchtet ihr, damit es bei euch besser läuft? Oder zum Beispiel auch bei den Community-Editionen. Also, ich weiß von Deepin zum Beispiel, da hat es immer wieder Probleme gegeben mit Updates und haufenweise Bugs und so weiter. Und dann haben wir mal gesagt, okay, jetzt lassen wir mal Deepin bleiben. Und dann ist tatsächlich so, dass halt dann die Entwickler aus China uns schreiben, ja, es ist halt schade, dass wir das jetzt bleiben haben lassen und was können wir machen, damit wir diese Updates verbessern und so weiter. Also da fühle ich mich dann schon unheimlich geehrt. Ja. Das ist schon auch toll zu erleben. Also das ist auf jeden Fall so. Ich meine, die Reaktionen der letzten Woche haben gezeigt, dass Manjaro eine Nummer ist. Ne? Also wenn da gar keine Reaktion gekommen wäre, dann hieße das ja vielleicht auch, dass Manjaro überhaupt nicht interessant ist. Zum Beispiel, dass Swag Arch jetzt Nee. aufgehört hat, das hat ja fast Ja. keiner mitbekommen. Ne? Nee, wir tappen da ja immer so ein bisschen im Dunkeln, ja. Wir haben zwar unheimliche Download-Statistiken, aber das sagt ja nicht wirklich was drüber aus, wie viele Leute das tatsächlich am Ende nutzen, weil es gibt ja immer die laden sich jede neue Version runter und sind aber nur ein User, ja. Dadurch, dass wir halt diese Einsicht nicht haben, wer installiert uns wirklich, weil wir halt nicht diese User-Erfassung haben. Also, was in dem letzten Jahr hatten wir, was nicht, 2 Millionen Downloads oder irgend sowas Wahnsinniges. Und inzwischen sind wir, glaube ich, schon im halben Jahr genauso weit. Und aber solche Anlässe zeigen natürlich wirklich dann, okay, da ist auch eine wirklich breite Nutzergemeinschaft dahinter, ja, und denen das auch was bedeutet und die das dann auch emotional wirklich berührt, wenn sich da was verändert. Ja, Das zeigt schon absolut. auch sehr vieles, was mir gut gefällt. Ja, das darf man nicht nur negativ sehen. Das sind Leute, die sind leidenschaftlich beim Thema Manjaro, ne? Das ist ja auch was Gutes, auch wenn sie vielleicht auf euch rumhacken. Aber es geht zumindest so weit, dass es ihnen nicht egal ist, ne? Sie haben eine Absolut, Meinung genau. dazu. Und das meinst du jetzt wahrscheinlich damit, ne? Ganz genau, dass da wirklich auch Herzblut und Emotion dran hängt, ja. Also man hängt an dieser Distribution. Es ist nicht nur irgendein beliebiges Betriebssystem, ne? Ja, sehr Finde ich schön. schön. Worte zum Schluss von euch? Wir Meine waren freuen uns, das. dass wir uns wiederhören. Genau. Ja, also mir hat es bombig Spaß gemacht. Die Grundidee war ja irgendwie 5 Minuten Interview in meine News-Sendung einzubauen. Und ihr seht. Ja, du kannst jetzt den Rest des Jahres kannst du jetzt Manjaro senden. Ja, ich denke, so wie das bei euch ausschaut, habt Genau. ihr alle 2 Wochen wirklich interessante News und dann kommt ihr einfach wieder vorbei bei mir. Ich würde mich sehr freuen. So machen wir das gerne. Ich bedanke mich total herzlich bei euch beiden, dass ihr heute diese Zeit gefunden habt, euch mit mir zu unterhalten. War spannend. Ich hoffe, den Zuhörern in dem Fall, weil zu sehen gibt es heute nicht viel,
wird es auch gefallen und vielleicht rückt es ein bisschen etwas zurecht von dem, was in der letzten Woche über Manjaro gesagt wurde. Würde mich freuen. Also macht's Fein, gut danke dir. und ihr dürft auch noch Tschüss zu den Leuten sagen. Also dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, bis bald. Ja, tschüss Leute. Wo wir herkommen, ist natürlich immer, dass Ist er wieder weg? Sie ist ja wieder weg, ja. Okay. Ich weiß nicht, was Also da wo wir passiert. herkommen, kannst du wieder ansetzen. Wo wir herkommen. Ah, jetzt Genau. bist du wieder weg. Jetzt sag was. Na, ich bin total da. Ich weiß, was habt ihr noch gehört? Wo muss ich nochmal anfangen? Halli, Jetzt bist du hallo. wieder auch weg. Ich bin überhaupt nicht weg. Ich bin die ganze Zeit da. Also im Endeffekt, wo wir herkommen, hast du gesagt. Sag du halt was. Du bist da. Okay. Du weißt es Keine doch Ahnung auch, mehr, was ich Phil, gesagt oder? habe. Also im Endeffekt kann man das auch wieder rausschneiden. Also du hast Arbeitsshow, also von dem her müsstest du halt dann ein Ja, neues leider. Intro. Vielleicht könnt ihr da Genau. was Wir erzählen, wie schaffen es dazu einfach, kam. genau, wir stellen einfach die Möglichkeit zur Verfügung. Wir schaffen halt die Voraussetzungen, dass du alle diese Dinge installieren kannst, wenn du möchtest. Das wird nichts vor. Jetzt ist er raus. Jetzt ist der Bernhard weg. Ist ein Makler. Okay. Jetzt bist du wieder da. Jetzt darfst du wieder anfangen. Ich Schneiden wir habe mich raus. hervorragend gehört. Ja, okay. Gut. Fang Also nochmal klappt an. wieder, Ja, ja? jetzt sag was. Okay. Und außerdem, ihr werdet mich ja wahrscheinlich dann auch entsprechend unterstützen, ne, und bezahlen, damit ich da entsprechend euch da immer in den Vordergrund rücke. Ist klar, schickst uns eine Rechnung. Ja, natürlich. Ja, passt. Ich habe jetzt die Mutmaßung gleich mal vorweggenommen, damit es keiner mehr posten muss. Gut. Ja, genau. Also.